Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Mein Name ist Katharina Schaper und ich freue mich sehr, als ersten Gast in diesem Jahr Silvio Horn an meiner Seite zu haben. Herr Horn ist Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Bürger in der Schweriner Stadtvertretung. Ja, Herr Horn, ich wünsche Ihnen hiermit auch nochmal ein schönes neues Jahr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Das letzte Jahr war ja in der Stadtvertretung auch relativ ereignisreich. Es gab einige polarisierende Themen. Was ist denn aus Ihrer Sicht besonders gut gelaufen, jetzt auch für Sie als Wählergemeinschaft? Wir haben es nach zähem Ringen und mit den Partnern von CDU, FDP und Linken geschafft, dass wir den kostenlosen Schülernahverkehr in Schwerin einführen für die Schüler, beginnt mit Klasse 7. Und das ist also kommunalpolitisch ein richtig großer Erfolg. Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir hinter den Kulissen arbeiten mussten, wie viele Hürden zu überwinden waren, um dieses Projekt möglich zu machen. Denn auch wenn wir uns alle in unseren Wahlprogrammen viele Dinge vornehmen und wünschen für die Bürger, es umzusetzen, ist eine Schwierigkeit größerer Art. Sie müssen nicht nur Partner finden, Sie müssen die Finanzierung sicherstellen, um am Ende Mehrheiten in der Stadtvertretung für so etwas zu bekommen. Das ist uns gelungen und darüber sind wir sehr froh. Ich kann sogar sagen, wir sind da ein bisschen stolz drauf, weil das schafft nicht jede Kommune. Da gibt es nur wenige, die das hinbekommen haben. Und wir wollten also für die Schüler mehr Freiheiten schaffen, für die Eltern finanzielle Entlastung schaffen. Das haben wir trotz schwieriger Haushaltslage in der Stadt hinbekommen und deswegen freuen wir uns darüber sehr. Das ist richtig gut gelaufen. Ja, das war jetzt auch ein wunderschönes Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Themen, wie beispielsweise Marina Nord. Da ist es bisher nicht so gut gelaufen. Was muss da passieren, damit endlich mal Schwung in die Sache kommt? Gute Frage. Auch das ist ein Thema, was wir insbesondere von der Wählergemeinschaft Unabhängige Bürger vorangebracht haben. Es gab ein Interessenbekundungsverfahren und auch Bewerber, die sich mit ihren Konzepten vorgestellt haben, alle haben noch nicht so richtig überzeugt. Im Moment ruht der Prozess nach den ersten Bewertungsrunden. Das muss wieder aufgenommen werden. Da sehe ich also die Stadtverwaltung in der Verantwortung, dass dort zu neuen Runden eingeladen wird. Es gibt auch die Idee, das ganze Thema nochmal neu zu denken. Also nicht nur ein Interessenbekundungsverfahren zu machen, sondern beispielsweise einen Ideenwettbewerb auszuloben. Das heißt also von Fachexperten, da sehe ich also Menschen aus dem maritimen Gewerbe genauso wie Stadtplaner und Entwickler zu bitten, einen Umsetzungsvorschlag zu machen, der dann bewertet wird und der Beste wird ausgewählt. So was macht man ja häufig, Architekturwettbewerbe oder dergleichen, um es dann in der Umsetzung interessierten Betreibern zu übertragen. Das wäre ein komplett neuer Ansatz. Dann müsste man natürlich nochmal das ganze Vorhaben auf Null setzen. Aber im Moment ist so ein Stück weit auch Stillstand der Rechtspflege eingetreten. Wir müssen uns da dringend jetzt zusammensetzen mit der Stadtverwaltung, um da dieses Vorhaben wieder voranzubringen. Denn eins ist ganz klar, wir brauchen unbedingt eine Wassertankstelle in Schwerin. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Seit 30 Jahren gibt es das nicht. Die Leute klöttern weiterhin mit dem Kanister über der offenen Tankeinfüllung herum. Aus umweltpolitischer Sicht geht das gar nicht. Wir brauchen auch mehr maritime Infrastruktur bei einer Seenlandschaft, Freizeitlandschaft, wie wir sie nun mal Gott sei Dank in Schwerin haben. Das heißt, da ist also tatsächlich Handlungsbedarf. Und Sie sagen es, das ist nicht gut gelaufen bislang, müssen wir neu angehen mit neuem Schwung. Aber das ist ja generell so in der Politik. Das ist kein Wunschkonzert. Man muss da lange und hartnäckig dran arbeiten, um Dinge umsetzen zu können. Mal gelingt es schnell, mal dauert es lange, aber das ist eben auch das Wesen von Politik, den Ausgleich zu finden, die beste Entscheidung herbeizuführen und das ist manchmal eben ein langwieriger Prozess. Ein Projekt, was ja im vergangenen Jahr tatsächlich beendet werden konnte, was aber auch von zähem Ringen quasi geprägt war, ist ja die Dwangbrücke. In diesem Zusammenhang, auch um den Radtourismus zu fördern, fordern Sie ja jetzt, dass die damals, ich glaube 2014, abgerissene Stadionsbrücke als Leichtbrücke neu gebaut wird. Wie sind da so die konkreten Pläne? Was wünschen Sie sich? Die Brücke wurde ja abgerissen, ich glaube es war 2018, weil sie baufällig war. Und wir haben dann das Projekt Dwangbrücke bekommen, mit dem Hintergrund,
Radinfrastruktur zu vernetzen, mehrere Radwege miteinander zu verbinden. Und die ist nun fertig und glaube, wird in Schwerin sehr begrüßt. Wenn Sie da am Wochenende lang gehen, sehen Sie ja, wie viele Menschen sich darüber freuen, wenn sie darüber gehen können. Aber jetzt ist eine Sackgassensituation entstanden. Wenn Sie jetzt an die Krivitzer Chaussee kommen, stehen Sie als Radtourist oder als Einheimischer vor einer vierspurigen Straße, können Sie nur über Serpentinen, über zwei Ampeln und Straßenbahngleise überqueren. Das ist kein Zustand. Wenn wir also Radverkehr priorisieren wollen, dann müssen wir dieses Projekt zu Ende denken. Wir waren nie ein Freund der Radbrücke über den Dwang. Sage ich hier heute und stehe auch dazu. Es waren 3 Millionen Euro Steuergeld, da waren wir sehr kritisch. Aber jetzt ist sie da. Wir haben uns damit arrangiert und jetzt muss meines Erachtens dieser Weg weitergegangen werden. Wir wünschen uns, dass es eine Machbarkeitsstudie gibt dazu, ähnlich wie die Brücke in Neumühle oder in Lankow drüber zum Neumühler See, eine reine Fußgänger- und Radbrücke. Das schwierigste Problem wird dort sein, eine Finanzierung herbeizuführen. Die Stadt ist nach wie vor finanziell nicht auf Rosen gebettet. Das heißt, der Oberbürgermeister hat jetzt von der Stadtvertretung auf unsere Initiative hin die Prüfbitte, eine Machbarkeitsstudie zu machen. Dafür brauchen wir Geld im Haushalt. Das werden wir mit dem nächsten Haushalt sicherstellen. Und dann geht es vor allen Dingen darum, können wir Bundesmittel, Landesmittel aus der Förderung bekommen. Das hat touristische Ziele, das hat aber auch Radverkehrsentwicklungsziele. Da kommen also mehrere Aspekte zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Projekt gelingt. Wir reden hier, sage ich mal, dicker Daumen über 1,5 Millionen Euro. Wir würden Stadtteile wieder miteinander vernetzen, die jetzt getrennt sind durch die vierspurige Straße. Und der Hauptausschuss hat unserem Prüfauftrag einstimmig zugestimmt. Das ist also auch ein tolles politisches Signal, freuen wir uns auch drüber. Und jetzt geht es also darum, dass der Oberbürgermeister hier Partner findet, die das möglich machen. So wie vorhin auch schon geschildert beim kostenlosen Nahverkehr, am Ende geht es immer darum, kann man es finanzieren, dass das gut ist und sinnvoll. Da werden wir viele recht geben, aber man muss es eben immer einsortieren in die Prioritätenlage und da gibt es viele Dinge in der Stadt, die wir finanzieren müssen. Deswegen, ich würde es mir sehr wünschen, ob es klappt, müssen wir abwarten. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend. Das ist klar. Ein Thema, was ja im vergangenen Jahr auch nochmal sehr polarisiert hat, war das Thema Paulshöhe. Ja. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem jetzigen Stand? Also Sie hatten sich ja im vergangenen Jahr als Wählergemeinschaft nochmal eingebracht. Was sagen Sie jetzt zum Nutzungskonzept? Na, wir hatten uns als Stadtvertretung dem Vorschlag der Verwaltung angeschlossen, dass man dort ein Bürgerforum macht, ein Dialogforum, um eine Entwicklung nicht von oben herab vorzugeben, sondern Bürger zu beteiligen. Das ist auch ein Anliegen, was wir als Wählergemeinschaft ganz oben auf unserer Agenda haben. Insoweit muss man natürlich sagen, man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir werden ein Dialogforum einrichten und die Bürger beteiligen und am Ende machen wir dann doch wieder etwas ganz anderes. Und Sie wissen es gab dort zwei verschiedene Ansätze oder drei. Die einen sagten, wir müssen unbedingt das Stadion Paulshöhe erhalten. Die anderen sagen, wir wollen Wohnbebauung dorthin haben. Und die dritten sagten ein Mischkonzept aus öffentlicher Nutzung, also freie Anlagen, Parkanlage, einer Bildungseinrichtung und auch behutsames Bauen, insbesondere mit dem Fokus auf Behinderten- und altengerechtes Wohnen. Dieser Vorschlag stammt aus dem Dialogforum. Also ich persönlich sage, das muss man berücksichtigen bei der Entscheidung, will aber den anderen nicht absprechen, dass auch deren Interessen legitim sind. Jetzt ist es so, dass die Vorgaben des Dialogforums umgesetzt werden sollen. Das war ein kontroverser Abstimmungsprozess und Diskussionsprozess. Diejenigen, die das Stadion Paulshöhe erhalten wollten, haben sich nicht durchsetzen können, ebenso wenig diejenigen, die dort nur Wohnbebauung hinhaben wollten. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen befrieden kann jetzt. Bei manchen Dingen ist es so, es gibt erst viele Diskussionen und wenn etwas fertig ist, ich nehme mal als Beispiel die Bundesgartenschau, dann sagen alle, Mensch, ist das toll geworden. Hätten wir gar nicht gedacht. Das würde ich mir wünschen, dass das für die Paulshöhe auch entsteht, dieses Gefühl. Ich persönlich habe immer gesagt, wir müssen in der Politik verlässlich sein. Es gab eine Entscheidung, die Paulshöhe als Sportanlage aufzugeben. Wir sind umgezogen nach Lankow, wo wir allen Sportvereinen im Fußballbereich dort eine Perspektive und eigene Liegenschaften gegeben haben. Das war meines Erachtens der richtige Ansatz, das wieder rückabzuwickeln, während man in Lankow aber schon 5-6 Millionen investiert hat, wäre meines Erachtens nicht ein Weg der Verlässlichkeit der Politik deutlich macht, sondern das wäre eine Rolle rückwärts gewesen mit finanziellem Nachteil. Insoweit war ich persönlich
dafür, diesen Weg weiterzugehen. Es gab aber auch in unserer Fraktion zumindest zwei Kollegen, also Manfred Strauß, Heiko Schönse, die also für den Erhalt des Stadions sich stark gemacht haben. Ich sage es nochmal, das ist legitim. Am Ende hat eine Mehrheit anders entschieden. Und auch damit kann ich persönlich meinen Frieden machen und finde das gut, dass die Bürgervorschläge aus dem Dialogforum jetzt eine Mehrheit gefunden haben. Herr Horn, nun hat ja das neue Jahr gerade begonnen. Welche Projekte müssen Ihrer Meinung nach als allererstes hier in Schwerin angegangen werden, um ja, die Schweriner ein Stück weiter glücklich zu machen? Oh, das ist schwierig, jetzt darauf eine richtige Antwort zu finden. Ich persönlich würde mir wünschen, dass das Thema, wie gehen wir mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen um, die hier in den vergangenen Monaten im Sommer und im Frühherbst im öffentlichen Raum gefeiert haben. Wie verhindern wir, dass es dort zu massiven Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt, dass wir das lösen können? Ich gestehe jedem zu, dass er sich trifft und auch feiert, aber es muss im Rahmen der geltenden Regelungen und Gesetze ablaufen. Alkoholmissbrauch von Minderjährigen ist ein No-Go, genauso wie die Zerstörung von Spielplätzen oder ruhestörender Lärm bis tief in die Nacht. Da haben wir meines Erachtens auch zu lange weggeguckt als Stadt, so wir denn auch die Handlungsinstrumentarien haben, darauf zu reagieren. Der Handlungsansatz der Verwaltung hat meines Erachtens nicht funktioniert, nämlich aus dem Schlossgarten zu verdrängen. Jetzt haben wir das Problem an anderen Stellen in der Stadt. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir hier ein Handlungskonzept vorgelegt bekommen vom Oberbürgermeister. Er hat den Prüfauftrag dazu. Wir müssen da mehrere Partner ins Boot holen, nicht nur die Ordnungsbehörde. Es muss auch, ich sag mal, der Bereich der Schulen muss dort mit integriert werden. Streetworker, Jugendeinrichtungen. Wir müssen also überlegen, wie kriegen wir das kanalisiert? Wie kriegen wir Plätze geschaffen, wo Jugendliche sich treffen können, auch feiern können, ohne dass sie über die Stränge schlagen oder, sag mal, ihre Freiheitsrechte so ausüben, dass sie die Freiheit anderer Leute wieder beeinträchtigen. Denn das ist letztendlich unser Maßstab. Freiheit ist nie grenzenlos. Wir müssen also schauen, dass das im Rahmen bleibt und trotzdem die Entfaltung der Jugendlichen möglich ist. Da wünsche ich mir, dass wir einen guten Handlungsweg finden. Das wird schwierig genug. Aber auch da bin ich optimistisch, sonst kann man keine Politik machen, wenn man also glaubt, es wird alles nicht gelingen. Nun beherrscht ja leider, muss ich sagen, auch das Thema Corona nach wie vor Gesellschaft, aber auch natürlich die Wirtschaft. Wie blicken Sie denn auf die Arbeit jetzt auch der Stadtgremien in den kommenden Wochen und Monaten? Ist die Stadtvertretersitzung auch jetzt gut gerüstet, um hybrid beispielsweise zu tagen? Wie blicken Sie darauf? Wir haben uns zu einem anderen Weg entschieden. Auf der Grundlage der Landesverordnung tagt die Stadtvertretung weiterhin in Präsenz. Da kann man Kritik dran üben, aber Politik, gerade im kommunalen Bereich, lebt von lebendiger Debatte, von kontroverser Debatte auch. Das in hybrider Form oder rein digitaler Form durchzuführen, ist schwierig. Manche haben auch die Zugangsvoraussetzungen nicht. Insoweit, es ist schwierig. Wir haben jetzt die Situation, dass die Fachausschüsse alle nur hybrid tagen können. Ich weiß von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, dass es da mitunter Schwierigkeiten gibt. Die Sitzungen ziehen sich deutlich in die Länge in digitalen Formaten. Die Abstimmungen sind schwierig nachzuverfolgen. Insoweit wünsche ich mir, dass wir sehr zeitnah eine Beendigung der Corona-Pandemie haben und wieder normal tagen können. Von Angesicht zu Angesicht, mit Emotionen, mit all den Dingen, die also auch Politik und Streitkultur ausmachen können. Das geht alles nicht im digitalen Format. Wir sind da noch nicht gut aufgestellt. Wir werden wohl über kurz oder lang jetzt die Möglichkeit der digitalen Abstimmung einführen, weil wenn Sie die Stadtvertretungen begleiten, das tun Sie ja von TV Schwerin, wissen Sie, wie lange das manchmal dauert, um auszuzählen, erst recht, wenn namentliche Abstimmung gefordert ist. Da gibt es wohl erste Überlegungen, da ein digitales Tool einzuführen. Also da haben wir noch eine Menge zu tun. Insgesamt glaube ich aber, sagen zu dürfen, dass die Stadtverwaltung einen guten Job macht, was das Corona-Management anlangt. Ich höre von vielen hervorragend organisierte Impfzentren in der Stadt. Das heißt also, wir müssen nicht immer nur die Stadt kritisieren, die Verwaltung, sondern auch mal sagen, wenn sie was gut gemacht haben. Und da gibt es, glaube ich, Grund dazu zu sagen, das haben sie gut hingekriegt. Ich wünsche mir, dass es für uns alle wieder normal wird, sich zu treffen, sich zu begegnen, wieder normal zu arbeiten.
nicht im Homeoffice oder nur am Bildschirm sich zu sehen, im Homeoffice zu arbeiten oder am Bildschirm sich zu sehen. Das auf Ihre Frage. Ja, ich denke, das wünschen wir uns alle. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Interview, Herr sehr Horn. Gern, sehr gern. Ihnen auch vielen Dank, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund.